Ja, wie eine 13-2 Niederlage gegen den FC Augsburg in den Bundesligisten. Was ist der Resultat zum Spiel, der Fazit zum Spiel? Ja, ich glaube, dass wir über die 90 Minuten richtig gut mitgehalten haben und uns auch Chancen ausgespielt haben. Ich glaube, dass die Tore in der ersten Halbzeit ein bisschen zu leicht fallen. Aber sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Test. Ja, hatte der durchaus Chancen, auch mehr Tore zu erzielen? Nein, ich muss jetzt hoch. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben unsere Anstiche gesetzt, hatten gute Balleroberungen, haben schnell in die Spitze gespielt. Am Ende haben wir dann noch Treffer gemacht und ich glaube, die waren auch verdient dann für heute. Das war jetzt auch das letzte Testspiel vorm Pflichtspiel-Auftakt am Dienstag. Wie gehst du jetzt aus diesem Testspiel in die quasi die finale Woche? Ja, hochmotiviert. Ich glaube, alle Jungs oder sind eigentlich alle gesund. Und ich glaube, so ist eigentlich am besten, dass wir so in die Woche starten können. Und ich glaube, das steht schon was, ein kleines Programm vor uns. Und ich bin guter Dinge, dass wir das positiv starten werden. Was steht jetzt in der letzten Trainingswoche vor dem Saison und Pflichtspielauftakt auf dem Plan? Wir spielen ja am Dienstag im Toto-Pokal. Das ist ja auch schon unser erstes Pflichtspiel. Ich glaube, da geht es darum, weiterzukommen in der ersten Runde und dann schnell zu regenerieren und am Samstag dann topfit sein für den Drittligastart. Was macht jetzt konkret aus diesem Test vielleicht noch Hoffnung, dass es erfolgreich losgehen könnte? Ja, ich glaube, dass wir als geschlossene Gruppe sehr gut unterwegs sind und so müssen wir auch die Wochen angehen, weil wir werden jeden Spieler brauchen hier, weil die Saison ist lang, die Spiele kommen Schlag auf Schlag. Ich bin, glaube ich, vielleicht mal ein paar englische Wochen und ich glaube, da brauchen wir jeden und wenn jeder fit ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir der Konkurrenzkampf treibt nach vorne und ich glaube, da können wir einfach gute Dinge sein, dass wir das positiv dann gestalten können.